Hi, hier ist der Frank von foodbloghamburg.de. Wir machen heute zwei Cocktails. Einen habe ich aus dem Urlaub mitgebracht, dazu aber später. Und einen Cocktail, den will ich schon ganz lange endlich veröffentlichen, weil er einfach nur super lecker ist. Wir machen heute einen mit Lilith, machen ja alle Leute momentan, ist absolut hip im Moment wohl. Wir machen das Ganze mit Gin und das zeige ich euch jetzt sofort. Jetzt kommt erstmal unser Jingle und dann geht es los. Für unseren Lilith Gin Tonic brauchen wir gar nicht so fürchterlich viel. Ein bisschen Lilith, einen guten Dry Gin. Wir haben den vom Bootsmann. Super gute Marke, schmeckt absolut klasse das Zeug. Dann brauchen wir ein bisschen Zuckersirup, den machen wir uns immer selber. Ein Glas, ein bisschen Eis und Tonic Water. Das war's schon, viel mehr brauchen wir nicht. Und los geht's. Als erstes tue ich hier ein bisschen Eis in mein Glas. Boah, ist das Ding riesig. Aber nein, machen wir nicht kaputt. Dann müssen da hinein 4 cl von den Lilith. Uno. Due. 2 Zuckersirup. Den habe ich selber gemacht. Jetzt habe ich in einem vorherigen Video schon mal gemacht. Müsst ihr mal gucken. Ist ganz einfach und man muss das definitiv nicht kaufen. So, jetzt tun wir da 2 cl von meinem Gin hinein. Genial, dieser Gießer, oder? Ich finde den einfach nur klasse. Absolut toll. Gibt es auch bei Bootsmann. Achso, das ist keine Werbung in dem Sinn, weil ich kriege nichts dafür. So, jetzt füllen wir das Ganze auf mit Tonic Water. Was machst du da? Schneid hinten das Grüne von der Erdbeere weg. Achso, die Erdbeere gehört dazu? Die Erdbeere kommt da gleich noch mit hinein, genau. So, dann füllen wir einmal auf mit Tonic. Tonic Water? Jawohl. So. Und jetzt kommt das Schönste, eine Erdbeere, damit es richtig gut aussieht. Und dann habe ich hier eine Gurke, die oberste Schale nehmen wir weg. Und dann kommt die da noch zusätzlich mit rein. Das gibt einen mega frischen Kick und schon sieht es geil aus und schmeckt auch richtig geil. Strohhalm nicht vergessen und natürlich schön ein Glas Strohhalm wegen der Umwelt. Das ist kein Plastik. Das ist Nummer 1, unser Lilith Gin Tonic. Sieht doch genial aus. Und die Gurke, die zieht jetzt da so ein bisschen hinein vom Geschmack und es gibt wirklich einen richtig genialen Geschmack. Unser zweiter Cocktail, den wir heute machen wollen, den haben wir aus dem Urlaub mitgebracht. Der nennt sich Arctic Storm. Wir waren ja so ein bisschen in Norwegen unterwegs, haben da geile Lichter fotografiert. Zeige ich euch jetzt mal eben. Und zwischendurch muss man sich natürlich wieder ein bisschen aufwärmen und dann haben wir den Arctic Storm entdeckt. Im Grunde ganz, ganz simpel und ganz, ganz einfach. Das ist einfach im Grunde ein bisschen Aquavit, ein Gingerbier und ein bisschen Lemon Juice und Eis. Und auf geht's. So, als erstes kommen wir in mein Glas 2 Brocken Eis aus der Arktis. Dann tun wir da drauf, ich habe ein Linie Aquavit, weil ich will mir auch was Gutes tun. Je nachdem, wie gehaltvoll ihr es haben wollt, ich würde irgendwas zwischen 2 und 4 Zentiliter machen. Ich nehme heute die Dreierseite und tue da jetzt einfach mal 3 cl drauf. So. Dann brauchen wir 2 cl Lime. Und
Völlig simpel. Und jetzt kommt das Einfachste. Aufmachen einer Flasche und auffüllen mit einem Gingerbier. Bier. Dann gehen wir einmal durch, vorsichtig, um es gleichmäßig zu verteilen. Ein Strohhalm drauf. Ready. Fertig ist mein Arctic Storm. Super tolles Getränk, super einfach gemacht. Und man kann halt so mit dem Alkoholgehalt so ein bisschen variieren, wie man es gerade an dem Tag haben möchte. Ich finde das mit dieser leichten Schärfe von dem Ginger Beer absolut genial. Ich mache euch wieder unten Einkaufslisten, wo ich auch reingeschrieben habe, was reinkommt. Die könnt ihr euch wieder unten als PDF ausdrucken. Ich habe die auch einzeln gemacht. Das sind dann zwei verschiedene, dementsprechend mit den Namen, damit ihr nicht euch eventuell beide ausdrucken müsst. Ja, das war es dann im Endeffekt schon. Sollte euch unser kleines, schnelles Video gefallen haben, gebt uns einen Daumen. Habt ihr uns noch nicht abonniert, abonniert uns bitte. Das bringt uns echt nach vorne. Ganz besonders, wo sie mir gerade mein Werbekonto bei Google gestrichen haben. Vielen Dank nochmal dafür. Und ja, wir sehen uns wieder, wenn Frank das nächste Mal kocht. Bis dann, euer Frank. Ciao, ciao. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay, okay, okay. Maybe you could be the change I need today. I promise that I've never